Bei Kämpfen entstehen Stürme. Heftige, furchtbare Stürme, die fast das Windreich zerstört hätten. Oh nein, die Kampfspeere haben sich gekreuzt. Das bedeutet, dass das Siegel gebrochen ist und die Monster erwachen werden. Zerzeus ist schon wach und Drachenzorn wird auch bald kommen. Der Kampf beginnt. Eine Sturmfront scheint heraufzuziehen. Es wird dunkel. Vor langer Zeit haben unsere Vorfahren einen Weg gefunden, den schrecklichen Kampf zwischen Zerzeus und Drachenzorn zu beenden. Sie haben die beiden zu einer Stelle im Wald gelockt, wo sich die Energie des Reiches trifft und haben sie in links und rechts geteilt, indem sie diese Energie freigesetzt haben. Anschließend haben sie die beiden eingeschlossen, um endlich Ruhe zu haben. Um diese Stelle herum ist der Wald zugewachsen und man hat mit der Zeit vergessen, warum das Schloss dort hängt. Seitdem hat sich nichts geändert und niemand hat das Schloss je berührt. Bis dieser Falschspieler kam und es gestohlen hat. Wenn diese Ungeheuer kämpfen, wird vom Wald nichts mehr übrig bleiben. Ihr müsst uns das Schloss zurückbringen! Keine Angst, das werden wir. Mondo, wir dürfen nicht zulassen, dass das Windreich zerstört wird. Das sehe ich genauso. Auf geht's! Wir müssen Exzentro finden und ihm das Schloss wegnehmen. Keine Angst, liebe Feen, wir kümmern uns darum. Ich glaub's einfach nicht. Da klaut man dieses dämliche Schloss und dann ist es nutzlos. Aufs falsche Pferd gesetzt. Nutzlos würde ich nicht sagen. Aus irgendeinem Grund muss es ja da gehangen haben. Wenn es kein Monsterobjekt ist, ist es nutzlos. Wir werden die Monsterobjekte finden! Ich weiß, das werden wir. Um beide Welten zu vereinen und Dieben, die Feen beklauen, das Handwerk zu legen. Rück das Schloss raus, Exzentro! Oder wir sorgen dafür, dass du ins Gefängnis kommst. Wir werden diese Kreaturen vor allem Bösen schützen und den Frieden in der Mondwelt sichern. Denn wir sind die Monkolinei! Was macht ihr Wuschelköpfe denn hier? Wir suchen jedenfalls keinen Friseur. Wir sind hier, um das Schloss zurückzuholen, das du den Waldfeen gestohlen hast. Tut mir leid, da habt ihr euch den Weg leider umsonst gemacht. Ach komm schon, Boss. Wir wissen doch, dass es kein Monsterobjekt ist. Lass sie uns wenigstens mit dem Ding bewerfen. Niemals! Wir nehmen es trotzdem mit. Er haut ab! Dieser Blödmann! Wir müssen es verhindern! Ihr wollt mit mir fangen spielen? Na dann mal los! Sie haben sich entdeckt. Der Kampf wird jeden Moment losgehen. Wenn sie sich bekämpfen, wird dieses Reich zugrunde gehen. Hier ist nirgendwo eine Hütte, die uns vor dem Sturm schützen kann. Der Kampf hat begonnen. Selbst wenn wir das Schloss hätten, es wäre zu spät, um ihn noch zu stoppen. Wir müssen doch irgendwas dagegen tun können. Ich lasse mich doch nicht von so einem Weicher wie Exzentro besiegen. Hey, ich wüsste da was. Denkst du, was ich denke? Wir rufen jemanden, der uns hilft. Aber wen? Ich hab's. Ich rufe dich, Sonne! Gib uns die nötige Kraft! Und jetzt werde ich euch zerquetschen! Blitzpfeilattacke! Elektrisierend, was? Wen hast du gerufen, um bei Exzentro die Lichter auszuknipsen? Hey, die schnucklige Sonne und ihre Waldelfenarmee! Danke, dass du gekommen bist. Wir freuen uns, dass du uns gerufen hast. Aber wie es aussieht, haben wir dieses Mal ein ernsthaftes Problem. Mit eurer Hilfe kriegen wir das schon hin. Wir Elfen kämpfen gemeinsam für den Erhalt des Waldes und gegen das Böse. Fragen wir erstmal unsere Kugel. Was ist das? So können wir sehen, was unser Feind gerade macht, egal wo er sich befindet. Zeig es uns, Elfenkristall. Dieser hinterlistige Schuft plant seinen nächsten Schachzug. Nein, 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 nein.
Diese lästigen Schmeißfliegen bekommen von mir nicht das Schloss, sie sind die Guten! Habe ich schon erwähnt, dass unsere Kristallkugel auch Materie transportieren kann? Ich hab's! Beeil dich, Mondo! Bring dir's wieder an seinen Platz zurück! Das war der mieseste Trick, den ich je erlebt habe, ihr hinterhältigen Monsterobjektive! Hinterher! Jetzt ist Schluss mit deinen ewigen Gemeinheiten! Gute Nacht, schlaf schön! Zeit für ein kleines Nickerchen. Mann, dieser Sturm wird immer stärker! Halte durch! Wir haben es gleich geschafft! Zu spät! Kommt wieder zurück! Sie haben das Schloss! Schon ein Orkan! Uns läuft die Zeit davon! Teen Zauberformel! Blitz Hurricane! Der Hurricane hat sie gestoppt. Nutzen wir die einmalige Gelegenheit. Wir müssen uns beeilen. Haltet durch! Wir können sie nicht lange stillhalten. Ihr müsst die Kette mit dem Schloss verschließen, bevor sich die beiden weiter bekämpfen. Wir sind fast da. Ich kann nicht mehr. Rockner, nein! Ich darf nicht zulassen, dass uns diese Kraftprotze besiegen. Das bin ich dem Wald und meinen lieben Feen schuldig. Raketenbandschlinge! Los, Rockner! Ich muss es schaffen! Beeil dich! Gib nicht auf, Rockner! Ist das der Wecker? Drück einfach die Schlummertaste, Badge. Das war's. Nicht schlecht, was? Wir sind die Monster losgeworden und haben eine Menge Bäume gerettet. Mhm. Ja, ein weiterer Sieg für die Monkoli Knights! Dank eures Mutes ist unser Wald nicht zerstört worden. Verzeiht uns, dass wir euch falsch eingeschätzt haben. Oh? Wir konnten uns nicht vorstellen, dass jemand aus einer anderen Welt so etwas für uns tun würde. Wir dachten, ihr wärt auch so wie dieser. Komisch aussehende Junge, was ist mit ihm? Zumindest ist er kein Vorbild für Kinder. Wir haben euch viel zu verdanken. Können wir irgendetwas für euch tun? Wir hätten gern ein Monsterobjekt. Wisst ihr zufällig, wo... Uns reicht es, dass ihr in Sicherheit seid. Euch Feen kennengelernt zu haben, ist toll genug. Obwohl... Was? Sag es ruhig. Okay, wir machen es so. Ich benutze öfter Zahnseide, wenn du nicht immer die Salami versteckst. Mein Traum ist in Erfüllung gegangen, dank der Feen. Du hast uns einen schönen Schrecken eingejagt. Dein Vater und ich dachten schon, du wünschst dir Flügel, um eine Fee zu sein. Zum Glück wolltest du aber nur ein gemeinsames Foto mit ihnen. Und das war schöner, als ich es mir je erträumt habe. Eines Tages werde ich euch wiedersehen.